Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing der Steelbook Edition von Marvel's The Avengers Age of Ultron. Ja, in dieser Steelbook Edition, auf die wir schon sehr lange gewartet haben und auf die ich mich auch schon ganz besonders freue, befindet sich neben der Standard Blu-ray auch noch die Blu-ray 3D. Und in diesem Unboxing-Video werde ich euch erstmal zeigen, wie die Verpackung aussieht und was so alles in dieser Box enthalten ist. Ja, wie man hier unschwer erkennen kann, ist die Oberfläche relativ matt, während das Avengers-Logo hochglänzend herausgestellt ist. Und hinten befindet sich natürlich ein Infosheet, das wir uns gleich genauer anschauen. So, auf dem Infosheet finden wir schon mal folgende Infos. Also erstmal zu den technischen Spezifikationen. Das Bildformat, ja, das finde ich immer etwas widersprüchlich, hat halt ein Bildseitenverhältnis von 2,40 zu 1 und daneben steht dann 16 zu 9, was ja so eigentlich nicht ganz stimmt. Ja, aber es ist halt extrem widescreen-mäßig. Also 2,40 zu 1. So, das Tonformat beträgt DTS-HD 7.1 im Englischen und im Deutschen DTS-HD 5.1. So, an Features gibt es einen Audiokommentar, mehrere Featurettes, ein Gagreel und zusätzliche und erweiterte Szenen. So, und wenn man das Infosheet abmacht, da sieht man dann natürlich Ultron, den Bösewicht dieses Films. Und er ist auch nochmal glänzend, also mit Lack, von der matten, schwarzen Oberfläche abgehoben. Hier, was ich auch sehr cool finde, auf der Rückseite sämtliche Avengers aufgeführt, sodass man die erkennen kann, auch wenn es im Regal steht. Ja, wenn man jetzt die ganzen Superheldenfilme gesammelt hat, weiß man, okay, hier ist eindeutig Avengers Assemble. So, schauen wir uns mal das Innere der Box an. Zack. Ja, also hier ist natürlich wieder Werbung drin für Disney Infinity, diesmal allerdings 2.0, also 3.0 ist halt eher Star Wars bezogen, die Werbung zumindest, und deswegen haben sie wahrscheinlich die 2.0 Version nochmal hier reingetan. Aber naja. So, und das Steelbook Innere wartet auch wieder mit sämtlichen Helden auf. Ja, hier auf der linken Seite Hulk, Captain America, Iron Man und Thor. Und auf der rechten Seite haben wir Samuel L. Jackson, den man hier kaum erkennen kann. Die Scarlet Witch, Black Widow und Quicksilver. Also hier kann man dann auch erkennen, dass das Avengers-Logo geprägt ist. Ja. Also es ist nicht nur durch diese glänzende Oberfläche herausgestellt, sondern es ist auch noch zumindest im Inneren geprägt. Das finde ich auch sehr interessant. Also die äußeren Konturen, die sind nicht geprägt, aber die inneren Konturen, die sind so eingelassen. Das sieht man halt auch auf der Innenseite.
Ja, da sieht man das hier so ein bisschen durchschimmern, das Avengers-Logo. Das durchbricht so ein bisschen die Gesichter der Superhelden hier. Ja, so also ein sehr cooles Steelbook. Und ja, also definitiv die bessere Alternative zu der Amaryllis-Hülle. Gut, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Unboxing-Video. Bis dann, ciao, ciao.